Nein, ey, Pikeboy, Digga, nimm mir das nicht übel, ne? Aber ich hab dir das damals schon im Stream gesagt. Ich kann das verstehen, wenn du jetzt abgefuckt bist, aber du hast mich 3 Streams lang komplett zugespammt, mir vorgeworfen, ich würde meine Gewinnspiele faken, weil du dich nicht gedulden konntest. Dann kriegt jemand anders den Code, Digga. Dann lass ich mich nicht wie eine Nutte behandeln. Aber du hast mich 3 Streams oder so so respektlos behandelt, weil du was gewonnen hast und das nicht innerhalb von 5 Minuten bekommen hast. Dann kriegt jemand anders den Code, der dankbar ist. Sorry, Digga, aber der Zug ist abgefahren, Mann. Und du hast dich absolut nicht geduldig verhalten, Digga. Du wurdest im Stream sogar dafür einmal, glaube ich, gebannt oder mehrmals getimeoutet. Wenn ihr ein Giveaway bei mir gewinnt, kriegt ihr immer eure Codes. Aber versteht das doch bitte auch, dass ich was anderes. Guck mal, sagen wir es mal so. Ich verschicke die Giveaways immer selber. Ich habe dafür kein Unternehmen oder sonst irgendwas. Ich hau jeden Stream mindestens 4 oder 5 Giveaways für euch raus. Und ihr gewinnt doch etwas. Ihr müsst nichts dafür machen. So bei anderen Gewinnspielen, da müsst ihr euch mit dem Handy irgendwie einmelden, ihr müsst 50 Cent zahlen, ihr habt Teilnahmegebühren oder sonst irgendwas bei Fernsehsendungen oder whatever, Alter. Hier müsst ihr einfach nur in den fucking Chat schreiben und mir auf meinen Social Media Kanälen folgen, damit ich weiß, dass jemand, der das Gewinnspiel gewinnt, auch ein Zuschauer von mir ist und nicht irgendein Trottel, der gerade zum ersten Mal in den Stream schaut. Übrigens, Grüße gehen raus an das RCD Mallorca Wappen. Und natürlich ist es nicht richtig, wenn man 2, 3 Wochen auf seinen Gewinn wartet. Ich versuche die immer so schnell zu verschicken wie möglich. Aber ich mache das alles selber. Ich schreibe mit meinem privaten Instagram-Account. Mit euch. Ihr könnt euch vielleicht ein Bild machen, wenn man ein paar hunderttausend Follower hat, wie die Insta-DMs dann aussehen, wenn man selber jedes einzelne Gewinnspiel verschickt. Das sind pro Woche 15 Stück. Tendenz eher steigend, wenn ich aktuell 4-mal die Woche stream, weil die jedes Mal die Weekend League verkacken. Dann habt doch bitte Geduld, dass wenn ich Sonntagabend einen Stream ausmache um 23:30 Uhr, dass nicht nächsten Morgen um 6 Uhr morgens der Code da ist, Alter. So, und wenn es mal eine halbe Woche dauert, selbst wenn es mal eine Woche dauert, ihr kriegt doch etwas geschenkt, Alter. Ich finde das so undankbar. Ich finde das so undankbar. Und ich kenne da mittlerweile gar nichts mehr, Alter. Wenn mir Leute auf den Sack gehen, Digga, dann schicke ich dem Code jemand anders, Alter. Was meint ihr, warum ich manchmal einfach so random Codes einfach in den Stream-Chat schreibe? Das sind dann die Codes, die einfach irgendwo runterfallen. Weil sich halt jemand da einfach wie eine offene Hose benimmt. So, ich bin nicht eure Nutte, Alter. Ich schenke euch was. Meine Fresse, Alter. Wenn ich euch den Code schicke, ihr müsst mir nicht 500 Mal an der Insta-DM erzählen, dass ich der Geilste und Beste bin, so. Verlange ich gar nicht. Ihr müsst mir nicht den Schwanz lutschen, so. Come on, Alter. Wenn man was gewinnt, kann man sich doch einfach ein bisschen höflich verhalten. Oder geht ihr auch zu eurer Oma? Geht ihr auch einen Tag nach Weihnachten zu eurer Oma und beschwert euch da, warum ihr immer noch kein Weihnachtsgeschenk bekommen habt? Come on, Alter. Das ist doch uncool, Mann. Das ist doch uncool, Mann. Das sind teilweise ja sogar 100-Euro-Codes, die ich verlos. Da geht es ja nicht um kleine Summen, das sind 50, 100-Euro-Codes, Mann. Guck mal, es gibt so viele Leute, die sich korrekt verhalten, wo ich dann auch einfach random manchmal, so, was Gewinnspiele kennt, also was Gewinnspiele angeht, sollten ja einige von euch mich kennen. Wie oft schicke ich einem einfach einen 100-Euro anstatt einen 50-Euro-Code, weil ich gerade keinen 50-Euro-Code da habe? Dann denke ich mir, ja gut, schickst du ihm einfach einen 100-Euro-Code, meine Fresse. Aber wisst ihr, was ich meine, Alter? Einfach bisschen chillen, ey. Ihr kriegt doch was geschenkt, Alter. Ihr kriegt doch was geschenkt, Mann. Das ist doch nicht so, als würdet ihr bei PayPal bei mir einen 50-Euro-Code kaufen. Wenn ihr den dann nicht schnell bekommt, dann würde ich es ja verstehen, aber ihr kriegt was geschenkt, Mann. Ich finde das so respektlos teilweise, auch wenn ich das bei anderen Streaming-Kollegen sehe. Ich gebe da mittlerweile gar keine Fucks mehr. Wer sich da wie eine offene Hose verhält, Digga, der soll mir überall entfolgen, der soll einen auf den machen. Ja, dann ist das so, Alter. Solche Leute, da habe ich gar keinen Bock drauf, Mann. Ich habe auch so viele, das sind natürlich immer nur ein kleiner Prozentsatz, ne? Also ich habe auch ganz viele Leute, wo ich das sehe, Digga, das ist richtig geil. Die freuen sich mega, wenn die was gewinnen. Dann, keine Ahnung, kaufen die sich FIFA-Points oder so, schicken mir dann noch ein Bild, wenn die irgendwas Krasses gezogen haben. Die markieren mich dann in der Story oder so. Das ist doch das Geilste, was gibt man. Das ist doch dann cool. Aber sich beschweren, weil man was gewonnen hat, Alter? Come on. Come on, Alter. Nein, Digga, Pikeboy, ohne Witz. Hör auf, hier im Chat irgendeine Scheiße zu labern, Alter. Du hast ein Gewinnspiel. Ich weiß, dass du einer Person, du hast ein Gewinnspiel an einem Wochenendstream gewonnen. Du hast ein Gewinnspiel an einem Wochenendstream gewonnen und hast mir dann am Mittwoch oder so, dein einziger Beitrag in dem Stream am Mittwoch waren 500 Nachrichten. Ich habe das ja im Nightbot offen. Ich kann deinen Namen eingeben und sehe, was du in einem Stream geschrieben hast. Das waren 20 Nachrichten, wo du mich irgendwie, ich hätte das Gewinnspiel gefaked, was das für eine Frechheit ist, dass ich die Sachen nicht ab. Digga, heul leise, Alter. Ohne Witz, da habe ich gar kein Mitleid, Digga. Also, come on, Mann. Was ein Schwachsinn, Alter. Laber mich nicht mit so einer Scheiße voll. Ich hatte beim anderen Streamer schon mal 4 Wochen auf meinen Gewinn gewartet. Hab mich gefreut wie ein kleines Kind, als es dann da war. Digga, das Beste, was ich jemals erlebt habe, ne?
das Beste, was ich jemals erlebt habe, das habe ich schon mal in einem Stream erzählt. Das war, Digga, das ist das Beste, was ich je erlebt habe, ne? Holy shit, Alter. Ich habe zu FIFA 18, zum Team of the Year oder so, habe ich einen Special Stream gemacht. Ich habe einen Gaming-Stuhl verlost. Einen Gaming-Stuhl. Der Typ hat sich einen Tag später gemeldet und sich beschwert, warum der noch nicht da ist. Einen Tag danach. In einer Woche, wo ich jeden Tag ab 16 Uhr gestreamt habe, hat er sich nach einem Tag beschwert, warum der noch nicht da ist. Naja, guess what, wer den Gaming-Stuhl nicht bekommen hat, Alter. Ja, das ist einfach, das ist undankbar, das ist respektlos, das ist alles, Alter. Ihr sollt ja, ohne Witz, bei Gott, ich bin ein Hund. Ich bin ein absoluter Hund, wenn ich Gewinnspiele fake und die Sachen nicht verschicke. Dann bin ich ein Hund und soll auf der Straße verrecken, Alter. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe bis jetzt in meinem Leben jedes einzelne Gewinnspiel, was ich gemacht habe, fair aufgelöst und fair verschickt, wenn die Leute mich nicht wie ein Hund behandelt haben. Dann hat jeder immer seinen Gewinn bekommen. Und wenn es mal eine Woche und wenn es mal 2 Wochen gedauert hat, immer bekommen. Weiß noch, als ich bei Prones mal 20 Euro bei. Ey, das kriege ich tatsächlich auch häufig zu hören, ne? Also, ich will mir auch unbedingt irgendwie was anderes für Giveaways überlegen. Weil das Ding ist halt, warum sich zum Beispiel viele fragen, was sich ja zum Beispiel viele fragen, ist, dass ich zu 95% die Leute nicht einfach ihren Instagram-Namen in den Chat reinschreiben lasse, ne? Haben sich ja viele vielleicht schon mal gefragt, so, hey, warum sollen die dich abonnieren? Und Community-Tab ist doch viel komplizierter. Ich gebe euch den Grund dafür, warum ich das mache. Digga, das ist kein Scheiß, wenn ich solche Giveaways mit dem Insta-Namen auflöse, ne? Holy shit. Punkt Nummer 1, es gibt Leute, die benennen sich dann Real Rap auf Instagram um und mölen mich voll. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, die tatsächlichen Gewinner, die kriegen Nachrichten. Das habt ihr noch nicht gesehen, was da für Menschen unterwegs sind. Das habt ihr noch nicht gesehen, Digga, die kriegen Nachrichten. Gönn ich dir nicht, du Sohn. Inshallah, du verreckst morgen. Kein Scheiß, Digga. Kein Scheiß. Es gibt Leute auf dieser Welt, die sind kaputt. Die sind kaputt. Weil jemand ein Gewinnspiel gewinnt. Die sind kaputt. Krank. Krank, Digga. Was meint ihr, warum ich nach den Giveaways direkt in den VIP-Modus gehe? Digga, danach kannst du den Chat löschen, Alter. Du kannst den kompletten Chat löschen, wenn du All-Chat anlässt. Da sind natürlich welche drin, die schreiben GG, aber Digga, da hast du von gönne nicht bis bla 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 Gewinnername. Da hast du alles drin, ey. Das ist crazy, Alter. Das ist crazy. Das sind natürlich immer nur so 2-3%, wahrscheinlich sogar weniger. Aber ey, manchmal denke ich mir auch, Hilfe, was verirren sich für Leute auf meine Kanäle, Alter? Weil ich weiß, dass der Kern meiner Community einfach eine 11 von 10 ist, ne? Der Kern meiner Community ist eine 11 von 10. Ich bin so dankbar für jeden, der hier zuguckt, ne? Aber es gibt Leute, die verirren sich dann manchmal hier. Da denke ich mir, Bruder, ohne Witz, also dich will ich echt eigentlich nicht unterhalten, Mann. Nee.